Und dann kommen wir zu den Neuzugängen, da auch wieder quasi von oben nach unten die dicken Fische zuerst von transfermarkt.de aufgelistet. Fängt an mit Sasa Kalajdzic. Ja, ein anscheinend, kann ich nicht groß bewerten, aber anscheinend sehr, sehr interessanter Stürmer, U21 Österreich. Sehr gehypt gewesen auf den Mann, aber der hat es jetzt direkt im Testspiel, im letzten Testspiel vor Start gegen Hannover in ein paar Tagen, gegen Freiburg eine Verletzung zugezogen, hat sich gefühlt alles gerissen, was man sich im Knie reißen kann, so wie es klang, und fällt auf jeden Fall 8-9 Monate, wenn ich da richtig informiert bin, aus. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, der kommt wieder für uns irgendwie auf die Beine. Aber ich denke, in dieser Saison wird er nicht mehr die Riesenrolle spielen. Zumindest wird er nicht dafür sorgen können, dass wir einen guten Saisonstart haben. Und ein weiterer Neuzugang, auch 2,5 Millionen, kommt von SC Paderborn, Philipp Clement. Sehr interessante Nummer. Ist ja sogar aufgestiegen in Paderborn, hat sich trotzdem entschieden, zu uns zu kommen, quasi den Umweg zu machen. Da wäre, denke ich mal, mit der Aussicht ist er auch zu uns gekommen. Ein Jahr Zweitliga ist er in der ersten Liga und dann ist er in einem, nicht böse zu Paderborn oder so, in einem größeren Club. Bin mal gespannt, was der so leisten kann. 1,5 Millionen Euro zahlen wir an Instituto AC für Matteo Klimovic, der Sohn vom Ex-Wolfsburg- und Dortmund-Profi, wenn ich das richtig weiß. 18 Jahre alt, sehr jung, gibt anscheinend, ja, argentinisches Blut, gibt anscheinend Vollgas im Training. Bin mal gespannt, auf wie viele Einsätze der kommt, wie viel wir von dem sehen werden. Ein weiterer 1,5 Millionen Transfer ist Maxim Avucha, Innenverteidiger, kommt vom Bayern München 2, auch ein Talent. Hätte man quasi, was sie auch die Transfersumme angeht, klingt das gefühlt wie so ein Tausch mit Leon Dayaku. Ja, Innenverteidiger-Talent und was man allgemein zu allen sagen kann, die jetzt schon kamen oder die noch kommen werden, Neuzugänge, klingt nach einer sehr interessanten, jungen und bodenständigen, sympathischen Gruppe auf jeden Fall. Mal schauen, was da insgesamt so möglich ist. Bisher sieht das alles nach meinen Augen sehr ordentlich aus, was Hitzesberger und Mislintat mit unserem Verein hier quasi vorhaben. Genau, und Maxim Avucha. Mal schauen, wie groß sein Teil wird. Innenverteidiger haben wir, stand jetzt noch ein paar. Kempf, Kaminski, Bartschuber kann man da auch noch reinzählen. Baumgartel, mal gucken, was der für eine Rolle spielen wird. Dann ein Transfer, wo man fast sagen kann, er hat quasi der Trainer mitgenommen. Atakan Karazor, defensives Mittelfeld-Talent, junger Bursche, hat bei Holstein Kiel eine echt gute Saison gespielt, wenn man den Daten und so weiter Glauben schenkt oder den Wichtigkeit schenkt. Genau, der Deal war auch meines Wissens schon vorm Abstieg klar, also der hat auf jeden Fall Bock auf diesen Club. Und der Ersatz quasi für Meier ist nun Fabian Pretlo geworden, 300.000 Euro. Zweiter Keeper letzte Saison beim 1. FC Nürnberg, mit aber auch einigen Einsätzen in der 1. Liga. Dann kommt quasi so der Terodde von vor 2 Jahren, Hamadi Al-Gadoui, wenn ich richtig ausgesprochen habe, 28, 300.000, auch keine hohen Ablösesummen. Der anscheinend, egal wie links, rechts, Kopfball, der macht die Dinger einfach schlicht und ergreifend rein. Einer, auf den man sich verlassen kann, das ist ein ähnlicher Terodde-Typ, sondern ich bin sehr gespannt auf den Jungen. Dann, wohl wahrscheinlich mit der interessanteste Deal, Tanguy Koulibaly, ein Talent aus der Pariser U19 hier laut transfermarkt.de, ablösefrei. Weiß da irgendwas mit diesem Übergang ins Profiteam und Ausbildung und schieß mich tot, deswegen ist er ablösefrei. Frag mich nicht, weil bin ich nicht genauer informiert. Und mit dem kann man sowieso nichts falsch machen, kommt ablösefrei. Interessanter junger Mann, hat einfach schon allein wegen dem Club, von dem er kommt, Paris Saint-Germain, einfach schon irgendwo dieses coole Flair von so Mbappés und so Leuten, könnte ein cooler, quirliger Linksaußen werden für uns. Und dann unser vermutlich erster Keeper, kommt von Hoffenheim, Gregor Kobel, eine Laie. Der letzte Rückrunde schon in Augsburg. Ja, sehr, sehr gute Leistungen gezeigt über weite Strecken. Wir haben meines Wissens keine Kaufoption, da bin ich mir aber nicht sicher. Es hieß mal, wir haben einen, hat irgendein Öffentlicher von Hoffenheim quasi angestellt, wo auf seinem eigenen Account quasi auf Twitter verkündet, es gibt keine Kaufoption. Wer weiß, wäre natürlich praktisch, oder eine Kaufoption zu haben, aber wenn es ihm hier gefällt, dann könnte man den ja nach einem möglichen Aufstieg auch einfach so verpflichten, ohne da eine Kaufoption in der Laie verbunden zu haben. Eine weitere Laie, auch wieder meines Wissens ohne Kaufoption, Pascal Stenzel, rechter Verteidiger, das haben wir auf jeden Fall gebraucht, erwähnt zu holen, nach Abgängen von Maffeo und Beck und da sonst dann niemanden auf der Position. Dann ein weiterer interessanter Mann, Roberto Massimo, ist auch noch sehr jung, 18 Jahre alt, rechts außen, kommt quasi von Bielefeld, den haben wir aber auch schon länger, den haben wir mal gekauft gehabt, 2 Jahre ausgeliehen an Bielefeld. Dann lief es jetzt aber schon im ersten Jahr nicht gut für ihn. Relativ reingefloppt bei Bielefeld. Und dann haben wir quasi die Leihe jetzt schon beendet und uns zurückgeholt. Mal gucken, was er für eine Rolle spielen kann. Das ist so die Story, die ich kenne. Kann auch sein, dass seine Leihe bis jetzt ging und deswegen sowieso ausgelaufen ist. Aber so wie ich das weiß, haben wir ihn quasi jetzt schon früher zurückgeholt. Ein weiteres Leihende und diesmal auch ziemlich sicher das datierte Leihende. Marcin Kaminski kommt zurück.
Der wird unter Walter oder für Walter anscheinend spielt er eine sehr wichtige Rolle. Da gab es ja viele Gerüchte, dass er bei Düsseldorf bleibt, dass er auch Sinn macht als Erstligist. Klar, können wir sich gut vorstellen, dass er da gerne bleiben würde. Aber mit Walter scheint es zu harmonieren und er bleibt bei uns. Und dann Orel Mangala, der kommt zurück vom HSV. Da gab es auch keine Kaufoption für die Hamburger. Hat da anscheinend echt eine gute Saison gespielt in der zweiten Liga, was man dazu sehen konnte und hören konnte. Mal gucken, ob der, die ist auch noch sehr jung, 21 Jahre alt, ob der mal quasi ein neues Mittelfeld beim VfB aufbauen kann. Und insgesamt ausgegeben 9,4 Millionen Euro.